Bestimmt haben Sie schon mal etwas gehört von dem Konflikt zwischen West-Jerusalem und Ost-Jerusalem. Das heutige Ost-Jerusalem entstand durch die illegale Besetzung Jordaniens 1948. Erst 1967 wurde die Stadt von Israel im Sechstagekrieg wiedervereint. Die muslimischen Palästinenser jedoch weigern sich, Israel anzuerkennen und beanspruchen Ost-Jerusalem und einige sogar ganz Jerusalem als die Hauptstadt eines zukünftigen Palästinenserstaates. Vor allem den Tempelberg beanspruchen sie als drittheiligste Stätte des Islam für sich. Im Ost-Jerusalemer Stadtteil Silwan leben arabischstämmige Muslime. Der einst aus der Bibel bekannte Königsgarten im Kedrontal gehörte zu der originalen Stadt Davids. Heute siedeln hier ca. 700 Palästinenser illegal, weshalb es kaum Infrastruktur gibt und die Zustände entsprechend schlecht sind. Mittendrin wohnen einige mutige Juden, die demonstrieren wollen, dass dieser Teil eigentlich zu Israel gehören sollte. Sie müssen mit vielen Entbehrungen leben und in ständiger Gefahr, attackiert zu werden. Als West-Jerusalem wird der hauptsächlich jüdisch bewohnte Westteil der Stadt bezeichnet. Es wurde nach der Staatsgründung Israels 1948 und nach dem Unabhängigkeitskrieg wieder die Hauptstadt Israels. Der Tempel war der heiligste Ort der Juden. Seit dieser zerstört ist, ist die am nächsten gelegene Mauer des Tempelbergareals zur wichtigsten jüdischen Gebetsstätte geworden. Die Kotel, auf Deutsch Klagemauer genannt. Sie reicht zurück bis auf die Zeit Jesu. Ich stehe hier in Ost-Jerusalem, buchstäblich auf den uralten Fundamenten der Stadt Davids Zion. Ich treffe heute einen profunden Kenner des gesamten Nahen Ostens. Es ist ein Deutscher, der schon viele Jahre in Jerusalem lebt. Und er wird Ihnen, liebe Zuschauer, heute eine neue Perspektive zu diesem Thema eröffnen. Wiedersehen im Hauptsitz der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem. Johannes Gerloff arbeitete hier nach seinem Studium der evangelischen Theologie in Tübingen. Im Anschluss baute er als Auslandskorrespondent in Jerusalem das sogenannte Israel-Netz für den christlichen Medienverbund KEP auf, das Magazine, Tageszeitungen und auch Radiosender mit Nachrichten aus Israel beliefert. Somit hat er inzwischen rund 30 Jahre lang Erfahrung mit Land und Leuten in Israel gesammelt. Jetzt gibt es den jüdischen Staat seit 1948 und 2017 hat man 50 Jahre Wiedervereinigung Jerusalems gefeiert. Ganz nebenbei, Ost-Jerusalem und West-Jerusalem sind zwei total unterschiedliche Stadtbereiche. Auf der einen Seite die Palästinenser, die Araber, auf der anderen Seite die Juden. Wie kommen wir da zusammen? Also entschuldigen, wenn ich dir da widerspreche, das ist vielleicht deine Wahrnehmung, aber es ist weder historisch so, noch ist es heute so, de facto. Also, um das mal historisch zu sagen, und ich kann hier bei der Altstadt Jerusalems anfangen, als die Briten 1917 aus verwaltungstechnischen Gründen, ich meine, die Briten sind so, da muss alles irgendwie stimmen und sich verwalten lassen, um nachher auch Steuern abzuziehen, ja, haben die Stadt in vier Viertel eingeteilt. Da war klar, es gibt ein jüdisches Viertel, es war klar, es gibt ein armenisches Viertel, es war klar, es gibt ein christliches Viertel. Und 1917, vor genau 100 Jahren, wussten die Engländer nicht, was sie mit dem vierten Viertel anfangen und haben das genannt der Mixed Quarter, das gemischte Viertel. Wenn ich nochmal 50 Jahre zurückgehe, ist die Hauptumgangssprache in dem damals gemischten Viertel Jiddisch gewesen. Also die ersten
die ersten Bevölkerungserfassungen, die wir haben, wo gezählt wurde, da ist die größte Volksgruppe in Jerusalem. Juden. Aber das war ja... Und das ist Ost-Jerusalem. Unter türkischer... Das ist unter türkischer Herrschaft gewesen, richtig. Jerusalem war nur, ich sage jetzt mal, ohne Juden seit 1948. Als die Jordanier die Juden vertrieben haben und eine ganze Anzahl, ich glaube 38 Synagogen in Jerusalem gesprengt haben. Unten, wenn wir ins Tal runtergehen, was heute Silwan ist, da steckt der Name Siloah, Shiloach drin, ja? Ihr kennt das aus dem Neuen Testament, das war vor 100 Jahren ein jemenitisches Dorf. Das waren Juden, die dort unten, man kann das heute noch an der Architektur bei manchen älteren Häusern sehen. Wohnen heute in Ost-Jerusalem noch Juden? Und es sind jetzt nach 1967 wieder Juden zurückgekommen. Und wenn wir Ost-West-Jerusalem, wir reden von Ost-Jerusalem, von allem, was jenseits der grünen Linie ist, das heißt, was vor 1967 jordanisch war, wir haben ganze Stadtviertel, moderne Stadtviertel, seit es Ramat Eshkol, eines der ersten, Gewatzach, Fatit, Pisgat Ze'ev, Neve Yaakov, oder wenn wir in Süden runtergehen, Gilo, ja, oder Talpiot, ganze Stadtviertel, wenn ich dich da mitnehme, sagst du, West-Jerusalem, ja, sieht ganz westlich aus. Also von daher, wir kommen mit diesem Ost-West nicht hin. Wir müssen auf der anderen Seite auch sagen, wir haben in West-Jerusalem, zum Beispiel Lifta, oder um das jetzt mal hier zu erwähnen, ja, im Krieg, im Unabhängigkeitskrieg Israels, wurden arabische Dörfer zerstört. Auch wir haben hier in Talbiyeh und in Katamon viele arabische Häuser noch. Das sieht man ihnen an. Also das war nie so getrennt. Und heute vermischt sich sehr viel. Es wird an manchen Stellen aus den Siedlern sehr viel gemacht. Das heißt, wenn Juden Land und Häuser aufkaufen in, sage ich jetzt mal traditionell, arabischen Vierteln. Aber ich kenne sehr viele Araber, die ganz bewusst in Pisgat Ze'ev, wir würden sagen, es ist eine Siedlung. Ja? Da gibt es viel, das ist eines der großen Probleme von Pisgat Ze'ev, dass Israel keine rassistische Gesetzgebung hat, sondern jeder, der Geld hat, kann dort eigentlich eine Wohnung kaufen, Haus kaufen. Viele Araber ziehen dorthin. Das heißt, so wie es die Medien uns immer wieder erklären, dass es Siedler gibt in der sogenannten Westbank, also jüdische Siedler. Und man denkt ja immer, das ist illegal. Also gibt es genauso arabische Siedler, die in Israel ansiedeln. Müsste man dann ja eigentlich konsequenterweise auch so nennen. Nicht nur das. 20% der Israelis sind Araber. Und ich persönlich kenne Leute, ich kann dich hinnehmen zu Leuten, die sind im Prinzip arabische Siedler in einer jüdischen Siedlung, die dann noch dazu in der Westbank auf der palästinensischen Seite ihre Firma haben. Was sind das dann? Und da merkt man dann auch, wie rassistisch dieser Konflikt und unsere Denkweise hier wird. Und ich würde hier eines zum Beispiel mal machen, zu trennen. Ich persönlich denke, das Faszinierende hier in diesem Land ist diese Mischung. Nicht nur zwischen Juden und Arabern, das ist auch auf jüdischer Seite und auch auf palästinensischer oder arabischer Seite ein unwahrscheinlich, man merkt hier ein Völkergemisch, man merkt hier, dass hier drei Kontinente zusammentreffen. Und die Palästinenser sind alles andere als homogen. Ich persönlich kenne Palästinenser, die in den letzten 150 bis 250 Jahren nachweislich, das, was sie mir auch erzählen, was sie wissen, ihre Wurzeln haben von Spanien bis nach Indien. Der Sprecher des islamischen Dschihad im Gazastreifen heißt Muhammad al-Hindi. Da steckt es noch im Namen drin, dass er Inder ist. Und vom Kaukasus bis runter nach Zentralafrika. Also, wenn einer Abed heißt mit Nachnamen, ja, und dann auch noch hyperpigmentiert ist, oder wie sagt man das politisch korrekt in Deutschland, also ziemlich schwarz, ja, dann weiß man, der wurde irgendwann mal in der letzten Zeit, als es waren hier Sklavenrouten, ja, wo Afrikaner verkauft wurden, ist natürlich ein sehr trauriges Kapitel, ja, aber letztendlich ist, wir sehen hier, das ist eine Mischung und die Leute wissen das noch, woher ihre Familien kommen. Und jemand, der wie der jordanische König zum Beispiel vom Propheten Mohammed abstammt, dann weiß ich, bin aus einer alten Beduinenfamilie, der hat natürlich einen ganz anderen Stand als jemand, der hier, was weiß ich, als Pilger hier hängen geblieben ist und dann irgendein hübsches Mädchen kennengelernt hat. Ja. Ich kenne solche Leute, also es sind jetzt nicht Beispiele, sondern ich weiß das, ja.
Aber nochmal zu der Eingangsfrage zurückzukommen. Und ich glaube, dass das auch viele unserer Zuschauer interessiert. Ostjerusalem, und das ist ja so oft der Streitpunkt, Ostjerusalem und dann das jüdische oder der andere Teil Jerusalems, was hat es damit auf sich? Gibt es dann da auch mal eine Wiedervereinigung? Also zunächst mal ist ja die Stadt wiedervereinigt seit 1967 im Sechstagekrieg im Juni unter israelischer Herrschaft. Dass es jetzt Unterschiede gibt, gravierende Unterschiede zwischen Ost- und West-Jerusalem, ich sage es jetzt mal als jemand, der seit einem Vierteljahrhundert in Jerusalem lebt. Der große Unterschied ist nicht zwischen Ost- und West-Jerusalem. Er ist eigentlich hier, Jerusalem ist eine Ansammlung von Dörfern. Und wenn ich nur die Altstadt nehme, die ein Quadratkilometer ist, ja, habe ich da auch nicht nur vier Viertel, also das jüdische, das armenische, das muslimische und das christliche Viertel, sondern ich habe, wenn ich hineingucke, habe ich manchmal eine Mauer und die trennt Kulturen voneinander. Da habe ich im muslimischen Viertel Aramäer und Assyrer und Altsyrer und Armenier und was weiß ich was, alles durcheinander wohnen. Die sprechen unterschiedliche Sprachen, haben unterschiedliche Religionen. Und wenn ich jetzt das Zoom etwas, also die Kamera etwas weiter aufmache, ja, dann sehe ich das so ganz Jerusalem, ob wir hier im griechischen Viertel sitzen oder gleich daneben an das deutsche Viertel ist oder hinter uns Katamon anfängt, wo noch sehr viele alte arabische Häuser stehen und Talbiyeh, ja, und es ist jedes Mal eine unterschiedliche Atmosphäre. Und der Unterschied zwischen, ich weiß jetzt nicht, was ich nehmen soll, ja, aber zwischen Gilo oder auf der anderen Seite Mea Shearim, ja, das ist der Unterschied wie zwischen einer modernen westlichen Stadt und einem etwas heruntergekommenen osteuropäischen Städtel. Ja. Also ich will jetzt hier niemanden treten, wenn ich das sage, aber es sind ganz oft Mentalitäten. Ja, man spürt das, dass hier in Katamon zum Beispiel direkt nach dem Krieg dann schon sehr viele orientalische Juden aus Kurdistan, aus Nordafrika, aus Zweistromland oder auch aus dem Iran oder so angesiedelt wurden. Ja. Ja gut, aber trotzdem nehmen wir wahr von den Medien und auch von der Berichterstattung, Ostjerusalem, das wird ja in Verbindung gebracht mit Palästinensern und dann der jüdische Teil. Und da sind ja Konflikte da, die oft als oder eigentlich als unlösbar dargestellt werden. Also jetzt noch einmal, wir müssen genauer hinsehen. Ja? Und Beit Safafat zum Beispiel, also es gibt arabische Dörfer, die zu Ostjerusalem gezählt werden, die sich nicht, ich habe jetzt gerade wieder eine Stimme gehört von einem Muchtar, also das ist ein traditioneller arabischer Bürgermeister, der sagt, wir wollen gar nirgends anders hin, wir wollen unter israelischer Herrschaft bleiben. Das heißt jetzt nicht, dass es dort sieht es eher wie in einem arabischen Dorf aus, als wie in einer westlichen Großstadt. Ja, also Fußgängerzone Mamilla oder Fußgängerzone Ben Yehuda sieht natürlich anders aus. Ja, es gibt diese Konflikte. Und ja, es ist zum Beispiel eine Sache, dass Palästinenser sich traditionell aus der Stadtverwaltung und auch aus den Wahlen für den Stadtrat zurückgehalten haben, also das boykottiert haben, weil sie die Besatzung, die israelische Besatzung, offiziell nicht unterstützen wollten. Ich sage jetzt bewusst so offiziell, da ist auch ein gewisser Gruppenzwang da. Ja? Und deshalb ist Ostjerusalem, wenn man es als Ganzes nimmt, plakativ Westjerusalem gegenüber gesehen, sehr viel vernachlässigter. Die Araber könnten aber wahrscheinlich die Mehrheit im Stadtrat kriegen, wenn wir sind hier ein demokratischer Staat, das darf man jetzt nicht zu laut verraten, ja, sonst sind die Israelis vielleicht sauer, aber Araber und Ultraorthodoxe könnten hier durchaus gemeinsam die Stadtverwaltung übernehmen, wenn sie demokratisch wählen würden. Und es wäre das Grauen von manchen anderen. Das heißt, Ultraorthodoxe und Araber wählen nicht? Ultraorthodoxe weiß ich jetzt nicht, da habe ich nicht die Zahlen. Ja, auch bei Arabern, ich glaube, dass mehr wählen, als wir wissen. Ja, aber man muss sehen, die arabische Gesellschaft ist sehr stark durch ein Stammesdenken geprägt und da wird auch jemand sehr schnell, ich sage jetzt mal, gekennzeichnet oder ausgestoßen. Und deshalb
spricht man so offen nicht darüber. Ich weiß von ganzen Stämmen, von ganzen Großfamilien, die sehr gut auch in Ostjerusalem mit den Israelis kooperieren und ihre Abmachungen treffen. Ja. Von daher, da ist keine pauschale Antwort da. Aber jetzt, um zur Anfangsfrage zurückzukommen, natürlich wird sich da was verändern. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Und für mich ist das, ich bin dem jetzt mit Absicht etwas ausgewichen, ich denke, unser Herr Jesus, ja, der war ja auch Orientale, der war ja nicht Schwabe. Ich weiß nicht, ob der das Wort Kehrwoche gekannt hätte. Und was mich als jemand, der jetzt als Schwabe im Orient zu leben hat, seit die Hälfte meines Lebens, sage ich jetzt mal, ja, da nagt mich das schon manchmal, dass die hier eine andere Vorstellung von Sauberkeit und Ordnung haben, ja, und denen Dinge schnurzegal sind. Also Kratzer am Auto zum Beispiel, ja. Ob die jetzt durch einen Bordstein entstehen, der nicht richtig versetzt ist, oder durch das, dass das andere Auto an mir kratzt, ja, sind in Deutschland eine Katastrophe. Kosten Tausende von Euro, das wieder bereinigen zu lassen. Hier ist das ein Zeichen, ich habe Erfahrung. Was kann ein deutscher Christ machen? Können wir dazu beitragen, dass dieser Konflikt gelöst wird? Warum konzentriert ihr euch immer auf den Konflikt? Also zunächst mal, wir haben weltweit Konflikte. Und wenn Menschen aus unterschiedlichen Mentalitäten mit unterschiedlichen Religionen, man kann in die Familien reingehen, wo ein Mann und eine Frau zusammenleben, ist letztlich ein gemanagter Konflikt. Eine gute Ehe ist ein gut gemanagter Konflikt. Aber es gibt immer, wo ich auf meinen Ehepartner eingehen muss, eine Freundschaft. Ja? Es geht immer unterschiedliche Interessen. Das heißt, wenn wir hier so unterschiedliche Kulturen haben, klar, ihr spürt das jetzt auch in Deutschland, ja, wenn Leute aus Afrika oder aus dem Nahen Osten kommen, da brodelt es. Das ist anders. Seht doch mal das Positive. Wo auf der Welt können Hunderttausende von Muslimen auf dem Tempelberg in einer Moschee mit so einer Lautstärke zum Gebet angeleitet werden, wie hier in Jerusalem? Und gleichzeitig hast du einen Steinwurf entfernt. Und Steinwurf wörtlich, also wir haben das ausprobiert, ja, die dürfen das nicht mehr, aber es gab Zeiten, da wurden da Steine geworfen, ja. Zigtausende, manchmal Hunderttausende von Juden in jeder nur denkbaren Verkleidung, also vom Pinguin bis zum Papagei. Ja, alles, was man sich vorstellen kann, beten miteinander. Und wenn du mal hochrechnest, ich meine, wie viele Polizisten kommen in Deutschland pro Synagoge hin? Wir haben hier definitiv weniger Sicherheitskräfte pro Beter als in Deutschland für ein vergleichbares Szenario. Und jetzt kommen neben diesen Muslimen und Juden, und ich meine, die haben, um das zu sagen, ja, der Islam unter sich und das Judentum unter sich ist so vielfältig und weit gefächert wie das Christentum. Das heißt, da gibt es in jeder Religion unendlich Platz und Potenzial für Konflikte. Aber jetzt hast du noch, es hat mal jemand gezählt, über 500 christliche Denominationen, voneinander unabhängige Orden in Jerusalem. 500? Über 500. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nicht nachgezählt. Ja, aber das. Wo hast du so viele Unterschiede auf einem Ort? Ich muss jetzt eines sagen, wenn Statistik ist schlecht. Natürlich haben wir immer Terrorangriffe. Ja, haben wir Hass. Aber auch das läuft nicht so schwarz-weiß. Wir hatten vor einiger Zeit diese Unruhen auf dem Tempelberg. Ich hätte da Storys schreiben können. Erstmal alle 5 Toten, also die 2 Polizisten und die 3 Terroristen, ja, alle 5 waren Araber. Alle 5 waren Israelis. Ich weiß, dass da anderes berichtet wird und man das gern in die Ost-West und Juden-Araber, ja. Alle 5 waren, wenn wir es mal von außen betrachten, Muslime. Also da muss man jetzt klar sehen, dass wir auch unter Christen haben. Also der ist kein Christ und der ist kein Christ. Ja? Und es gibt es da auch, und Druse wertet sich da schon ab. Aber das sind Drusen, die letztlich ist von uns als Christen von außen gesehen eine islamische Sekte, die sich abgespalten hat. Aber es sind Araber, die untereinander, die sich in Syrien genauso. Gut, aber die einen sind loyal zu Israel und die anderen sind Gegner. Richtig, richtig. Aber die 3, die Gegner sind, sind israelische Staatsbürger. Und wenn sie anders denken würden, dann hätten sie Soldaten in der israelischen Armee sein können. Und ich kenne eine ganze Reihe von Arabern, eine ganze Reihe von Muslimen, nicht Drusen, es müssen nicht Drusen sein, ja, die Offiziere in der israelischen Armee sind.
Das ist eine Frage der Einstellung. Ich möchte vielleicht auf der anderen Seite auch sagen, dass wir jetzt nicht nur dastehen und auf den Arabern rumhämmern. Die schlimmsten Lügen, die schlimmsten Verleumdungen über den Staat Israel kommen von Juden und kommen von Israelis. Das heißt, wenn jemand kommt in Deutschland und sagt, ja, der ist Jude, der muss ja Recht, und der ist Israeli, der muss ja Recht haben. Deshalb ist auch die Art von Journalismus, die wir betreiben, dass wir als Deutsche hierher gehen, hier länger leben, uns darum bemühen zu verstehen, was hier vor sich geht, um dann als Deutsche, und die Frage war, was können wir als Deutsche tun, uns dafür interessieren, uns darum kümmern. Es gibt keinen Ersatz dafür, dass wir uns darum kümmern, erster Hand, was geht hier vor sich, und dass wir uns dann als Deutsche miteinander Gedanken machen und miteinander drum ringen. Man muss ja am Schluss gar nicht alles einer Meinung sein. Ich habe das so etwas, wir verstehen uns sehr gut, ja, aber ich habe das so etwas hin und her gespielt, ja. Aber ja, das, da kann jetzt auch jemand mit uns reden, der an manchen Stellen eine andere Meinung hat, dass wir aber als Deutsche miteinander darum ringen, hier eine Stellung zu kriegen und uns nicht dauernd hin und her reisen zu lassen, bin ich jetzt pro-israelisch oder bin ich pro-palästinensisch. Und deshalb mag ich auch diese spezielle Verpflichtung der Deutschen gegenüber Israel nicht, weil das so klingt, als dürften wir keine Kritik üben oder das so klingt, als dürften wir hier nicht mal sagen, aber Leute, hier, was ich erlebe unter Israelis, ist nicht, dass die mich kritisieren, dass ich als Deutscher kritisiere, sondern was sie wollen ist, sie wollen, dass wir uns darum kümmern, was hier passiert, dass wir uns kundig machen, dass wir dann fachkundig kommen und dann dürfen wir unsere Meinung haben, dürfen wir auch Kritik üben. Also ich habe harte Diskussionen mit israelischen Freunden. Habe ich schon miterlebt, wenn es auf Hebräisch hin und her ging, dass dann ein Deutscher dazukommt, habt ihr euch jetzt gestritten? Und ich sage, nö, wir haben nur Hebräisch gesprochen. Es geht orientalisch so, ja. Johannes Gerloff, vielen Dank für das tolle, interessante Gespräch. Und ich hoffe, wir treffen uns bald mal wieder. Seit 3000 Jahren ist Jerusalem die meist umkämpfte Stadt der Welt. Heute ist Jerusalem die Hauptstadt des Staates Israel, seit über 50 Jahren wiedervereinigt. 1980 wurde hier in Jerusalem die internationale christliche Botschaft Jerusalem als ein Zeichen der Solidarität mit Israel, mit Jerusalem und mit dem jüdischen Volk gegründet. In den letzten Jahrzehnten kommen immer mehr Christen aus aller Welt nach Jerusalem, weil sie hier eine spirituelle Atmosphäre ganz besonders erleben können.